Hallo und damit ein ganz herzliches Willkommen zu der Bundesliga-Prognose 2023-2024. Ja, schöne Grüße gehen auch an den Zukunftsjahr Niklas raus, der auf dieses Video hier reagieren wird. Ich hoffe, du musst dich nicht so oft schämen und immer so machen. Denn ich hoffe natürlich, dass ich auch bei den meisten Vereinen eben richtig liege. Und wie gesagt, schreibt unbedingt auch eure Prognose in die Kommentare. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit diesem Video. Ja, wir beginnen direkt mit Platz 18 und da habe ich den ersten Aufsteiger. Und nein, es ist nicht Heidenheim, sondern es ist der SV Darmstadt 98. Für mich eine Mannschaft, die nicht die Klasse hat, erste Bundesliga zu spielen. Auch das letzte Mal, als sie aufgestiegen sind, ging es ja danach direkt wieder runter. Und ich glaube, dass die Geschichte sich wiederholen wird. Und deswegen, ja, Platz 18, Darmstadt 98. Auf Platz 17 habe ich einen Verein, der auch letzte Saison schon, ja, um den Klassenerhalt kämpfen musste. Oder allgemein, seitdem sie aufgestiegen sind, eigentlich um den Klassenerhalt kämpfen muss. Und hier rede ich über den VfL Bochum. Ja, für mich sind die Bochumer dieses Jahr zu schwach besetzt, deswegen mein Tipp, dass es für sie direkt runtergeht auf Platz 17. Auf Platz 16 habe ich die kleine, aber feine Überraschung tatsächlich. Und zwar habe ich da die TSG Hoffenheim. Ja, die Hoffenheimer haben letzte Saison ja auch schon um den Klassenerhalt gespielt. Dann haben sie allerdings gerade am Schluss nochmal die Kurve bekommen und sind am Ende auf Platz 12 gelandet, was am Ende eigentlich solide klingt. Aber die ganze Saison über war eigentlich überhaupt nicht solide. Und deswegen glaube ich, dass es dieses Jahr runtergeht oder zumindest erstmal in die Relegation. Und da muss man eben erstmal wieder zwei Spiele extra machen. Also Platz 16, Hoffenheim. Auf Platz 15 habe ich die nächste Überraschung und die kleine Sensation, muss man ganz klar sagen. Und zwar habe ich hier den zweiten Aufsteiger und zwar den FC Heidenheim. Viele werden jetzt sagen, hey, die sind bei mir definitiv auf Platz 17 nach Darmstadt. Ja, aber ich glaube dadurch, dass eben die Euphorie, die Fans, die werden da sein. Das ist das erste Mal, dass dieser Verein Bundesliga spielt und viele Vereine kennen diesen Verein eben auch noch nicht. Und deswegen glaube ich, dass er auch nicht einfach zu bespielen sein wird. Ich glaube, die werden auch sich hinten reinstellen mit dem Mannschaftsbus und das ist eben für viele Vereine, auch gerade die um den Klassenerhalt kämpfen, eben nicht einfach. Und deswegen glaube ich, dass Heidenheim am Ende auf Platz 15 landet und wie gesagt somit zweites Mal hintereinander Bundesliga spielen kann. Ja, jetzt kommen wir auf Platz 14 und da haben wir den VfB Stuttgart. Für mich wieder ein Verein, der definitiv um den Klassenerhalt mitspielen wird. Aber sie werden es auch wie letztes Jahr, nur dieses Jahr ein bisschen souveräner als letztes Jahr. Denn letztes Jahr, wie gesagt, standen sie auf Platz 16 und mussten dann gegen den HSV ran. Das haben sie allerdings sehr solide gemacht, von daher auch verdient weiterhin erstklassig. Ja, und dieses Jahr werden sie es, wie gesagt, solider schaffen. Ruhiger für die VfB-Fans am Ende auf Platz 14. Platz 13 habe ich tatsächlich den FC Augsburg. Ja, der FC Augsburg ist ja immer so ein kleines Fußballländlein, sag ich mal, wo sie eben ein bisschen Fußball spielen, aber es passiert eben auch nicht so viel in Augsburg, ne? Es ist alles ein bisschen ruhiger, so ein bisschen wie in Freiburg und ja, aber sie spielen halt immer wieder um den Klassenerhalt mit. Letzte Saison war es auch sehr, sehr knapp, gerade am Ende haben sie es nochmal richtig spannend gemacht mit Platz 15, aber ich glaube, dieses Jahr werden sie definitiv auch eine solide Saison spielen, eine bessere Saison als letzte Saison, denn sie haben auch weiterhin gute Spieler verpflichten können und eben auch halten können. Also von daher glaube ich hier, dass Platz 13 definitiv realistisch ist. Dann auf Platz 12 haben wir tatsächlich schon unsere Erzrivalen Gladbach. Und da habe ich jetzt nicht wegen dem Verein FC oder so Gladbach so tief gesetzt, sondern man muss erstmal vor Augen halten, was für Abgänge Gladbach verkraften muss. Ja, sie haben den Kapitän Lars Stindl abgegeben oder vielmehr, er ist ja dann am Ende nach Karlsruhe gewechselt. Dann ein Jonas Hofmann, überraschenderweise meiner Meinung nach Leverkusen gewechselt. Dann, wie gesagt, Markus Thuram weg. Also das waren alles Spieler, die eben letzte Saison wirklich auch gute Leistung gebracht haben und eben extrem wichtig waren für die Gladbacher. Deswegen glaube ich, dass das nicht einfach ist zu kompensieren. Deswegen habe ich Gladbach auf Platz 12. Platz 11 habe ich tatsächlich den ersten FC Köln. Ja, wie letzte Saison auch. Ich denke mal, dass der FC wieder eine solide Saison spielen wird. Aber auch wir haben eben auch Abgänge zu verzeichnen. Und zwar schwere Abgänge. Skiri, der gegangen ist. Ein Jonas Hector mit Karriereende. Und auch ein Timo Horn, auch wenn er nicht gespielt hat. Trotzdem für die Kabine war er eben auch ein wichtiger Spieler.
Und deswegen, die musst du eben auch erstmal ersetzen. Wir haben einen Luca Waldschmidt geholt, wo ich wirklich auch sehr begeistert von bin bis jetzt. Von den Testspielen her hat das wirklich sehr gut funktioniert mit Davy Selke zusammen. Also da erhoffe ich mir wirklich was. Aber wie gesagt, die Abgänge sind eben auch nicht gerade ohne. Und deswegen, ja, glaube ich, dass der FC am Ende solide auf Platz 11 landen wird. Platz 10 habe ich tatsächlich den SV Werder Bremen gepackt. Ja, letzte Saison ging es ja auch für sie erstmal wieder ein bisschen weiter runter auf Platz 13. Obwohl man wirklich sagen muss, es sah lange sehr, sehr gut aus an der Weser. Und ich glaube auch, dass Bremen auch diese Saison wieder eine gute Saison spielen kann. Denn sie haben wichtige Spieler gehalten mit Niklas Füllkrug, mit Marvin Ducksch. Zwei extremst wichtige Spieler. Dann haben sie noch Keita geholt. Da bin ich auch extremst gespannt, auch wenn er jetzt, wie gesagt, verletzt schon ist. Also, ja, läuft nicht so gut. Aber man hat eben auch kein Minusgeschäft dadurch gemacht, denn er kam ja auch ablösefrei. Also von daher ist das nur ein Gewinn eigentlich, wenn er fit wird noch. Dann kann er wirklich für Bremen sehr, sehr wichtig werden. Aber allgemein hat man eben die Mannschaft so gut wie es ging zusammenhalten können. Und deswegen glaube ich, dass eben Bremen am Ende auf Platz 10 landen wird. Auf Platz 9 habe ich den VfL Wolfsburg gepackt. Ja, der VfL Wolfsburg ist immer eine Mannschaft, die auch um Europa mitspielen kann. Ja, letztes Jahr war es ja auch knapp. Wenn sie gegen Hertha gewonnen hätten, hätten sie es ja auch geschafft. Allerdings war es ja dann am Ende andersrum, dass Hertha eben gewonnen hat und somit Wolfsburg nicht international vertreten war. Ich glaube tatsächlich, dass sie es dieses Jahr wieder nicht schaffen werden, aber sie werden definitiv auch wieder mitspielen. Aber wie gesagt, am Ende auf Platz 9 landen. Auf Platz 8 habe ich die Mainzer. Ja, die Mainzer waren letzte Saison auf Platz 9. Auch für sie war lange der Traum Europa. Danach haben sie leider ja ein bisschen nachgelassen. Und deswegen haben sie am Ende auch den Europatraum platzen lassen. Dieses Mal wird es wieder sehr, sehr eng. Allerdings ein Platz besser als letzte Saison auf Platz 8. Aber auch für Europa wird es leider nichts für Mainz. Auf Platz 7 habe ich die Eintracht aus Frankfurt. Ja, letztes Jahr war es genauso. Also Frankfurt auch in der Conference League dabei. Und ja, wie gesagt, und dieses Jahr so wird es wieder so sein. Sie haben einfach eine sehr, sehr starke Mannschaft zusammengestellt. Und allgemein ja, passt einfach viel zurzeit zu Frankfurt. Die Fans sind sowieso immer dabei, das ist klar. Deswegen meiner Meinung nach definitiv ein verdienter Platz auf Platz 7. Auf Platz 6 habe ich den SC Freiburg. Ja, letztes Jahr waren sie auf Platz 5. Allerdings glaube ich, dadurch, dass es eben wieder international geht, glaube ich dieses Mal wirklich, dass sie ja die Leistung in der Bundesliga nicht so abrufen können wie die letzten Jahre. Deswegen eben auf Platz 6 und auf Platz 5 eben Union Berlin. Eigentlich das gleiche Spiel letztes Jahr auf Platz 4. Sie spielen Champions League, also das wird auch nicht einfach für Union Berlin. Deswegen glaube ich tatsächlich, sie werden trotzdem solide spielen. Sie werden auch nächstes Jahr international sein, aber eben nicht in der Champions League, sondern in der Europa League. Aber ich glaube auch, da werden alle Fans mit zufrieden sein. Ja, auf Platz 4 habe ich dann RB Leipzig. Auch sie haben schwere Abgänge zu verzeichnen. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass sie eben ja am Ende auf Platz 4 landen werden. Und ich sehe einen Verein deutlich stärker in dieser Saison. Und das ist Bayer 04 Leverkusen. Ja, wie gesagt, Jonas Hofmann geholt von Gladbach. Ein richtig starker Spieler. Und allgemein, was Leverkusen geholt hat an Spielern, das ist wirklich sehr, sehr stark. Garnet Xhaka zum Beispiel. Also das ist wirklich überragend. Und deswegen glaube ich tatsächlich, ich habe sogar überlegt, Leverkusen auf Platz 2 zu setzen. Aber dann habe ich am Ende doch gesagt, na, vielleicht fehlt dann am Ende dann doch noch ein bisschen Qualität zu dem anderen Verein, der eben auf Platz 2 ist. Und der ist bei mir Borussia Dortmund. Ja, Borussia Dortmund auf Platz 2. Warum nicht auf Platz 1? Weil man eben auch dieses Jahr wieder ja starke Abgänge verkraften musste mit Guerrero, mit Bellingham. Das sind zwei wichtige Spieler gewesen beim BVB. Man hat zwar Sabitzer holen können und Metscher von Wolfsburg, aber am Ende glaube ich nicht, dass man das richtig kompensieren kann. Deswegen für mich der BVB auf Platz 2. Ja, Platz 1 wäre dann mal wieder, wie all die Jahre auch davor, der FC Bayern. Ich glaube nicht, dass es eine, ich hoffe zwar, dass es eine spannende Meisterschaft wird, aber ich glaube es tatsächlich nicht,
Denn wenn man sieht, wie chaosmäßig eigentlich die Saison beim FC Bayern zu Ende gegangen ist und trotzdem haben sie am Ende die Meisterschaft geholt, da fragt man sich, ja, wann wird denn Dortmund mal Meister? Und ich glaube tatsächlich auch, dass Dortmund eben in den entscheidenden Spielen dann auch gegen Bayern eben nicht gewinnen kann, weil am Ende einfach die Nervosität zu groß ist, so wie auch am 34. Spieltag in der letzten Saison. Deswegen habe ich Bayern wieder auf Platz 1 getippt. Ja, dann haben wir jetzt noch, sag ich mal, die erste Trainerentlassung und die ist tatsächlich bei dem TSG Hoffenheim Trainer, ja, Pellegrino Matarazzo. So, jetzt habe ich's. Ja, dadurch, dass sie auf Platz 16 landen werden, ist das natürlich unter deren Ansprüche und deswegen wird hier, glaube ich, wie gesagt, bei Hoffenheim der erste Trainer entlassen. Ja, Torschützenkönig wird tatsächlich, wenn Harry Kane kommt von Bayern, dann wird's Harry Kane. Wenn er nicht kommen sollte, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Sebastian Haller es machen wird vom BVB. Auch Niklas Füllkrug ist ein Kandidat, der definitiv wieder Torschützenkönig werden könnte. Aber ich glaube tatsächlich, dass es am Ende Sebastian Haller wird. Schreibt unbedingt, wie gesagt, eure Prognose in die Kommentare und eure, ja, wer wird zuerst den Trainer entlassen, schreibt es ebenfalls in die Kommentare und wer wird eben Torschützenkönig, alles gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, würde mich natürlich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen würdet. Und wie gesagt, wenn ihr kein weiteres Video verpassen möchtet, dann abonniert auch gerne diesen Kanal. Würde mich extrem freuen. Danke an jeden Einzelnen, der mich hier kostenlos supportet. Ich bin damit raus und bedanke mich fürs Zuschauen. Und wie gesagt, wir sehen uns dann im Mai 2024, wenn ich auf dieses Video hier reagiert habe. Dann bin ich mal gespannt, ob ich hier Fußballahnung habe oder nicht. Ich bin aber erstmal damit raus. Und bis dahin, macht's gut, euer Niklas. Und ciao.